Hallo zusammen, heute geht es mal darum, wie man um ein Design eine Außenlinie zieht. Also wir möchten überall hier in diesem Außenbereich eine Linie haben. Also so sieht hier das Design aus. Seht ihr ja, das hinteren Rechtecke sind eine Gruppe, die Katze ist eine Gruppe, die Mütze ist eine Gruppe und die zwei Textobjekte. Und dann haben wir hier natürlich noch einen Ranch-Effekt drauf. Sieht da vielleicht besser, wenn wir mal den Hintergrund ausschalten, oder sieht schöner aus, dann sieht man hier, sind so teilweise transparente Stellen. Das mit dem Grunge-Effekt kennt ihr ja, habe ich ja schon ein paar Videos dazu gemacht. So, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich nehme jetzt alle Objekte, die in dieser Ebene sind, gehe hier auf FX und mache Umrandung, dann seht ihr schon, dann haben wir ein Problem. Und zwar hier in diesen transparenten Flächen, und hier und hier und dann hinten innerhalb des Crunch-Effekts wird überall ein roter Rand ja auch erstellt, und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eigentlich bloß hier die Außenlinien mit einem roten Rand haben. Ich habe im ersten Moment gedacht, bevor ich selber ausprobiert habe, ja, das ist ja gar kein Problem, genau über diesen Weg, das war so mein Ansatz, und habe dann aber festgestellt, okay, das ist doch nicht so einfach. Die Frage wurde mir in Facebook gestellt. Danke nochmal an dieser Stelle für die Frage, weil es wirklich auch eine Herausforderung jetzt für mich war, und ich möchte euch jetzt zeigen, wie das funktioniert. Ich sag's euch gleich, der Weg ist nicht ganz so optimal, aber ich weiß momentan keinen besseren. Ich habe bereits im Affinity-Forum auch geschrieben und da mal um Feedback gebeten, ob da jemand eine Idee hat. Eine Antwort bekam ich. Es war die Antwort, dass man hier mit diesem Stiftwerkzeug noch eine Außenlinie zeichnen könnte und dann das entsprechend so auch funktionieren würde. Kann man machen, aber ich finde, das ist extrem aufwendig. Jetzt hier schon allein bei der Schrift, da überall das alles nachzumalen, da ist man ja, keine Ahnung, wenn man ungeübt ist, halbe Stunde oder noch länger beschäftigt. Die Lösung fand ich jetzt nicht so gut. Ich zeige euch jetzt mal meine Lösung. Die hat natürlich auch unter Umständen ihre Macken. Ist nicht ganz so optimal, aber ich denke, das ist auf jeden Fall die beste Lösung. Jetzt machen wir Folgendes. Wir müssen hier erst einmal diesen Crunch-Effekt rausbekommen. Das geht wie folgt. Ihr müsst ihn anklicken und erst einmal runterziehen. Egal wohin, einfach mal runterziehen. Dann könnt ihr ihn nach oben ziehen. Ihr könnt ihn leider nicht direkt nach oben ziehen, das funktioniert nicht, warum auch immer. Dann schaltet den Grunge-Effekt einmal ab. Jetzt machen wir es mal zur Einfachheit, der Einfachheit halber, einfach eine Gruppe draus. Also ob das jetzt eine Ebene ist oder ob ich jetzt diese Objekte in eine Gruppe packe, das spielt keine Rolle. Wir können das vielleicht sogar so machen, dann ist es ein wenig einfacher zu nachzuvollziehen. Die Ebene haben wir raus. So, also ihr packt alles, was bei euch zum Design gehört, in eine Gruppe mit STR, G und G. Dann macht ihr auf diese Gruppe den Effekt, den ihr haben wollt. Das war jetzt die Umrandung. Wie gesagt, ich mache es jetzt mal im Rot, dass man es halt einfach besser sieht. Gut, jetzt kopieren wir diese Gruppe mit STR, G und J, nennen diese untere Gruppe Kopie, und jetzt kommt's. Rechtsklick auf diese Kopie und Rastern. Jetzt werdet ihr gefragt, ob die Ebeneneffekte übernommen werden sollen. Das ist ein bisschen verwirrend. Macht hier den Haken raus. Ganz wichtig. Und sagt Rastern. So, jetzt ist nämlich diese Grafik. Jetzt schalten wir mal unsere Original-Vektorgrafik ab. Jetzt haben wir hier die Vektorgrafik als Pixel. Da kann man jetzt auch keine einzelnen Elemente mehr anklicken. Also es ist jetzt gerastert, gepixelt. Spielt aber keine Rolle, weil wenn man es exportiert als PNG, dann ist es ja auch eine Rastergrafik. So, jetzt schalten wir das hier wieder an. Gut, folgendes. Das ist eine Pixelgrafik. Das heißt, Pixelgrafiken können wir radieren. Und das ist jetzt nämlich genau der Grund, warum ich es in eine Pixelgrafik umgewandelt habe. Jetzt gehen wir hier oben auf die Pixel-Persona, weil nur dort können wir Pixelgrafiken radieren und bearbeiten. Gehen dann hier auf den Radierer. So, jetzt müssen wir hier bei der Gruppe oben den FX-Effekt, also den Ebenen-Effekt, abschalten. Umrandung ausschalten. Jetzt hat sich im ersten Moment mal nichts geändert. Und jetzt gehen wir mit dem Radierer hier ins Bild. Achtung, wir müssen unbedingt diese Pixel-Ebene auswählen. Und jetzt seht ihr schon, wenn man hier mit der Maus drüber geht, was alles wegradiert wird. Jetzt ist es aber so, ich zeige es euch mal hier drüben. Wenn wir jetzt so radieren würden, mit diesem runden Pinsel, dann haben wir hier an diesen Ecken ein Problem. Weil das kriegt man niemals gerade hin. Also wir könnten jetzt den Pinsel auch kleiner machen. Also wenn ihr die Steuerung Alt-Taste und links und rechts gedrückt haltet, könnt ihr den Pinsel
egal ob es ein Radierer ist oder ein Malpinsel, groß und klein machen, wenn ihr links und rechts zieht mit der Maus. Wenn ihr hoch und runter zieht, könnt ihr die Härte einstellen. Ja? Könnt ihr natürlich auch hier oben alles einstellen. Also wie gesagt, jetzt seht ihr schon, mit dem runden Pinsel kommen wir hier nicht weiter. Wenn wir hier bei Pinsel schauen, sehen wir schon, das sind alles runde Pinsel. Wie bekommen wir jetzt einen eckigen Pinsel? Das ist ganz einfach. Ich würde euch empfehlen, dass ihr euch eine eigene Untergruppe anlegt, neue Kategorie erstellen. Der heißt jetzt standardmäßig Pinsel. Hier nochmal drauf gehen, Kategorie umbenennen, nennen wir jetzt mal eigene Pinsel. Und jetzt könnt ihr hier nochmal drauf gehen und sagen, neuer quadratischer Pinsel. Jetzt hat euch Affinity hier einen Pinsel angelegt, in dem Fall mit 64 Pixel, das ist immer so die Standardgröße bei Affinity. Ich würde euch empfehlen, macht hier einen Doppelklick drauf, macht den Abstand ganz nach links, lässt sich der Radierer auch leichter verwenden und die Größe würde ich jetzt einmal hier so auf 100 Pixel ungefähr einstellen. So, und jetzt ist nämlich folgendes, das können wir hier nämlich schön das wegradieren. Da müsst ihr was aufpassen, seht ihr schon, hier oben habe ich jetzt ein bisschen zu nah war ich dran. So, jetzt haben wir hier den Rand, gehen wir runter, hier haben wir es, hier auch, hier, so. Und hier, so, und jetzt dann noch die andere Seite, da ist es nur hier, okay, hier auch nochmal, so, jetzt haben wir überall, genau, jetzt können wir hier drinnen das noch löschen. Ihr braucht keine Angst haben, das hier, wenn ihr hier löscht, da passiert gar nichts, weil wir arbeiten auf der Kopie und die Kopie liegt unterhalb diesen Objekts. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Objekt abschalten, dann seht ihr, okay, jetzt radieren wir eigentlich das Pixelbild weg. Aber weil das ja drüber liegt, deswegen macht das nichts aus. So, das wegradieren, das. Okay. Jetzt haben wir noch das Problem, dass wir ja hier die Lücken haben. Da kann man jetzt zwei Varianten nehmen. Variante 1 ist, man zieht einfach ein Rechteck um. Da würde ich jetzt aber wieder in die Designer-Persona gehen. Man zieht hier ein Rechteck rum. Müsst ihr bloß aufpassen, dass die Füllung leer ist und der Rand mit dem Rot, was ihr hier habt. So. Und dann seht ihr schon, jetzt muss man das hier ein bisschen anpassen von der Größe. Und dann könnt ihr über die Kontur das einstellen. Jetzt seht ihr, dass die Kontur hier nicht ganz passt. Da könnt ihr hier sagen, Umrisslinie außen ausrichten. Und schon wird das außen ausgerichtet von dieser eigentlichen Kontur. Und da könnt ihr dann entsprechend genauer arbeiten. Okay. Das sieht soweit ganz gut aus, also man sieht hier jetzt, ist noch nicht so hundertprozentig passend. Da müsst ihr halt dann schauen, dass ihr das genau so hinzieht. Ungefähr so. Also das sind jetzt hier vielleicht 5 Pixel Unterschied. Das wird man am fertigen Design nicht sehen. Ihr müsst halt dann einfach entsprechend mehr Zeit investieren und dann kriegt ihr das auch schöner hin. Das ist jetzt die Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 wäre, dass ihr einfach das Stiftwerkzeug nehmt und euch hier eine Linie zieht. So, da ist es jetzt ein bisschen anders, weil nämlich leider bei dem Stiftwerkzeug die Ausrichtung der Linie nicht funktioniert. Deswegen müsst ihr schauen, dass ihr hier genauso breit seid, wie ihr es haben müsst. Und dann machen wir hier mal 4 Punkte. Wir können hier auch SDRG-Taste in Kommaschritten vorangehen. So ungefähr. Okay. Und dann mit der STRG und linken Maustaste kann man das Objekt da jetzt hier runterziehen. Dann müsst ihr halt sehen, dass ihr das ungefähr hinbekommt. Also die zwei Möglichkeiten gibt es. Ich weiß, das ist alles keine Optimallösung.
Ich habe jetzt momentan wirklich keine bessere parat. Falls euch da was Besseres einfällt, falls ihr da einen Trick habt, dann einfach nochmal gerne melden. Kann ich dann gerne nochmal in einem Video aufnehmen. Aber so für den Moment ist das jetzt der Trick, den ich euch empfehlen kann. Gut, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns dann im nächsten Video.